Ich werde Ihnen nicht alles erzählen, so wie mir Augusto nicht alles erzählt hat. Das ist halt so. Ein paar Sachen behält man lieber für sich. Ansonsten werde ich versuchen, möglichst genau zu sein. So genau, wie es meine Erinnerung zulässt. Augusto der Richter. Hörspiel von Ingo Schulze. Worauf warten wir dann noch? Kommt ihr auch mit? Die Kinder sind fertig, die suchen nur noch die Schildkröte. Die ist schon wieder weg. Es war Anfang Dezember. Unser Jahr in der Villa Massimo neigte sich dem Ende entgegen. So gut wie jeden Abend unternahmen wir etwas. Angetrieben von dem Wunsch, die verbleibenden Tage möglichst auszukosten. Kommt jetzt, ich habe keine Lust, mich dort anzustellen. Findet ihr allein hin? Das ist doch diese Pizzeria. Laboratorio Tre in Pietralata. An der Tankstelle vorbei, über die Schnellstraße. Lieber wäre mir, wir blieben zusammen. Ich muss mal. Ach komm, das sind 10 Minuten. So lange schaffst du das doch noch. Ich finde den Pullover nicht. In der Küche, da lag er doch vorhin noch. Da ist er nicht. Ja, ich hab ihn auch nicht. Dann nimm die Jacke. Zieh dir lieber noch was drüber, falls wir draußen sitzen. Oft fuhren wir in den nördlichen Stadtrand von Rom. Nach Pietralata, in die Pizzeria Laboratorio Tre. Es gibt keinen preiswerteren und besseren Ort für Pizza und Bier und Wein. Diesmal waren wir später dran als sonst. 4 Wagen. Die Parkplätze entlang der Straße waren bereits besetzt. Mist. Jetzt kann's dauern. Uns treibt doch nichts. Ich muss jetzt wirklich... Soll ich euch vorhin schon mal rauslassen? Nein, wir bleiben zusammen. Oh Gott, das war knapp. Augusto? Ja? Bist du angestoßen? Ist jemand tot? Was ist denn? Hat der keine Augen im Kopf? Bleib ruhig. Der kann doch nicht so auf die Straße. Du fährst auch viel zu schnell. Für den fährt jeder zu schnell. Jeder. Nicht streiten. So ein Idiot! Mama. Es ist nichts passiert, es ist gar nichts passiert. Papa hat sich nur ein bisschen erschrocken. So ein Idiot! Jetzt krieg dich mal wieder ein. Gleich sind wir da und dann gehen wir aufs Klo. Augusto war direkt aus der Dunkelheit vor unserer Kühlerhaube aufgetaucht. Ich erkannte ihn sofort. Wie auf einer Bühne stand er im Scheinwerferlicht und winkte mir. Nicht mir. Er sah ja nicht mich. Er winkte, ihm zu folgen. Im Laufschritt trabte er vor uns her. Ich bewunderte seine geschmeidigen Bewegungen. Als könnte er tagelang so rennen. Er bog nach rechts. Eine Abzweigung, ein Holperweg. Eine Weile sah ich von ihm nur die grüne Warnweste. Das ist ja eine finstere Ecke. Wollen wir hier wirklich bleiben? Wo sind denn die anderen? An einem Transformatorenhaus bedeutete mir Augusto zu halten. Vor mir lag das offene Tor einer Werkstatt, auf deren Hof schon mehrere Wagen parkten. Wisst ihr denn schon, was für eine ihr heute Abend wollt? Salami, Thunfisch. Nicht mal was anderes? Zum Beispiel mit Schinken und Rucola oder Quattro Stagioni? Augusto gestikulierte im Scheinwerferlicht. Ich folgte seinen Anweisungen. Ich sollte wenden und rückwärts auf den Hof fahren. Wahrscheinlich sah er nicht mal, ob ein Mann oder eine Frau am Steuer saß. Ich verließ mich ganz auf die Befehle seiner rechten Hand. Er hielt sie senkrecht, neigte sie nach rechts oder links, gerade so, wie ich zu lenken hatte. In der anderen Hand eine Taschenlampe, die den Abstand zum Wagen neben mir beleuchtete. Augusto ließ mich halten, trat schräg hinter den Wagen, nahm die Lampe in den Mund, den Lichtkegel auf seine Hände gerichtet, die sich aufeinander zubewegten, so dass ich ungefähr wusste, wie weit ich noch zurückstoßen konnte. Als sich seine Handflächen berührten, stoppte ich. Augusto ließ die Lampe aus dem Mund fallen, fing sie auf und lief davon in Richtung der Wagen, die uns gefolgt waren. Wo ist er denn jetzt hin? Willst du ihm nichts geben? Erst wenn wir abfahren. Das ist doch immer so. Vorsicht, Pfützen! Wie, ist das Öl? Fasst euch an der Hand. Nimm sie doch auf den Arm. Komm, Paula, wir gehen zusammen. Hast du den Hasen? Wir gehen in Richtung der Laternen, das ist ja nicht weit. Bleib stehen, ich mach dir den Schuh zu. Wir erreichten als erste von uns die Pizzeria und reihten uns davor in die Schlange der Wartenden ein. Das hatten wir sonst immer vermeiden können. Abend miteinander. Abend. Abend. Hallo. Na? Da sind wir ja echt zu spät. Frank dachte schon, die rauben uns aus. Wer raubt euch aus? Na, die Einweiser. Ach, Mist. Ich hab mein Handy liegen lassen. Zu Hause? Nee, im Auto. Ich geh mal schnell. Wie denn im Auto? Muss mir aus der Hosentasche gefallen sein oder so. Ich setzte mich in Richtung Werkstatt in Bewegung. Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt wollte. Ich dachte nicht mal darüber nach, was ich jetzt sagen sollte. Ich wollte Augusto wiedersehen. Und er sollte mich sehen. Ich erwartete, dass er jeden Moment vor mir auftauchte. An der Werkstatt aber war alles dunkel und still. Ich ging den Weg zurück und war schon wieder in der Nähe der Pizzeria, als mir Augusto entgegenkam.
Er rannte wieder vor einem Auto her. Ich wartete, bis er heran war. Augusto? Augusto! Weißt du noch, der Schriftsteller? Largo di Villa Massimo! Er wandte nur kurz den Kopf und lief weiter. Ich folgte ihm. Das heißt, ich begann ebenfalls zu rennen. Ich musste rennen. Eine andere Wahl hatte ich nicht. Eigentlich hätte er mich im Licht der Scheinwerfer sofort erkennen müssen. Aber Augusto ließ sich nichts anmerken. Jetzt kann ich es sogar schon wieder. Ich meine, rennen. Nicht so lange und nicht so gut, aber es geht wieder. Ich schloss zu ihm auf und hielt mich auf gleicher Höhe. Nach ein paar Metern stolperte ich. Der Asphalt war uneben und voller Schlaglöcher. Es war der 10. August, also vor 4 Monaten etwa. Die Hitze hatte von einem Tag auf den anderen nachgelassen. Statt der Zikaden waren wieder die Tauben zu hören. Und ich wagte mich zum ersten Mal seit 2 Monaten, da war mir beim Fußballspielen die Achillessehne gerissen, allein aus der Villa Massimo hinaus. Eigentlich wollte ich nur kurz zur Post. Doch wegen der angenehmen Temperatur und weil ich es genoss, wieder ein Bein vor das andere setzen zu können, ging ich von der Piazza Bologna die Viale 21 Aprile entlang. Ich humpelte noch, aber die Narbe tat nicht mehr weh. Statt die Villa auf kürzestem Weg zu umrunden und an dem eingerüsteten Kriegerdenkmal nach links abzubiegen, überquerte ich die Kreuzung in Richtung Giese. Das war der am nächsten gelegene Supermarkt. Plötzlich hatte ich die Idee, Fisch zu kaufen, um Tanja und die Kinder mit einem ordentlichen Essen zu überraschen, wenn sie abends vom Meer zurückkehrten. Nicht immer nur Spaghetti mit Tomatensauce. An dem Schmerz, den ich plötzlich links in der Hüfte spürte, merkte ich, dass ich mich wohl schon übernommen hatte. Ich setzte mich auf die Bank am Zeitungskiosk. Von dort aus kann man die dunkelhäutigen Männer sehen, die vor dem GS stehen. Sie verdienen ihr Brot, indem sie an der Kasse die Einkäufe in Buste, in weiße Plastetüten verpacken. Im Februar, wir waren gerade erst in Rom angekommen, hatten wir uns erschrocken, als ihre Hände nach unseren Sachen griffen. Und selbst als wir kapierten, dass dies ein Service sein sollte, wiesen wir ihr Ansinnen zurück. Wir brauchten keine Laufburschen und keine Diener. Doch schon am nächsten Tag akzeptierten wir ihre Hilfe, alle machten es so, und sahen den Männern zu, wie sie unsere Einkäufe in diese Buste stopften. Danach sortierten sie die Tüten zu 2 gleich schweren Bündeln. Das war vorteilhaft, obwohl wir in aller Regel die Tüten nicht selbst trugen, sondern unter den Griffen an den Kinderbuggy hängten, ohne den wir eigentlich nie einkaufen gingen. Mit keinem der Männer hatte ich je mehr als ein paar Worte gewechselt. Von einigen wusste ich, woher sie kamen. Demjenigen, der half, gab ich 1 Euro. Waren wir mit dem Auto da, erhielten sie 2, weil sie auch noch die Sachen hinausbrachten und einräumten und beim Ausparken halfen. Ein Baucontainer versperrte die Sicht. Heute ist mir klar, dass 2 Euro zu viel sind, zumindest im Vergleich zu dem, was andere zahlen, und dass solche Extravaganzen nur Unordnung stiften. Als ich von der Bank aufstand, tat mir die Hüfte immer noch weh. Einige der Packer hockten auf dem rot-weißen Geländer, das den schmalen Parkplatz von der Straße trennte, und starrten den Grauen aus dem Maghreb an, der mit dem Rücken an einem Laternenmast lehnte. Seine Arme hingen herab wie schlaffe Schläuche. Zuerst dachte ich, die Männer seien wieder vertrieben worden und brächten mir deshalb keinen Einkaufswagen. Ich wäre ihnen dankbar gewesen für jeden Schritt, den sie mir erspart hätten. Erst als ich mit dem Einkaufswagen auf den Eingang zusteuerte, winkte mich der Albaner heran. Ich humpelte weiter. Nun machten sich auch die anderen bemerkbar. Sie sprangen vom Geländer und deuteten auf den Grauen, der sich langsam zu mir umdrehte, ohne den Rücken vom Mast zu nehmen, als wäre er daran gefesselt. Als ich näher trat, sah ich seine geröteten Augen. Soviel ich verstand, war er von einem Wagen, der mir beim Ausparken hatte helfen wollen, angefahren worden. Una Audi! Der Albaner sprach derart aufgebracht, als ob ich der Schuldige wäre, und hackte sich mit der Handkante gegen das linke Knie. Tutto kaputt! Wie auf das Stichwort hin löste sich der Graue vom Mast und führte mir einen Gehversuch vor. Knickte jedoch sofort ein, als er das linke Bein belastete, verzog das Gesicht und lehnte sich wimmernd wieder an den Mast. Un medico!
Er braucht einen Arzt, sagte ich auf Italienisch. Subito un medico! Nach dem Riss meiner Achillessehne hatte die Schwester in der Notaufnahme nicht mal nach meiner Versicherung gefragt. Che aspettate! Jedem wurde geholfen. Presto! Keiner der Männer antwortete, als hätte der Anblick des Grauen sie alle hypnotisiert. Ich fragte, ob ihnen der Fahrer bekannt sei oder ob sie sich wenigstens das Autokennzeichen gemerkt hätten. Normalerweise war hier schwer, eine Parklücke zu finden, aber an diesem Augusttag stand kein einziger Wagen da. Der Albaner stieß einen Pfiff aus und wedelte mit seiner Hand, was wohl hieß, der Fahrer habe sich davon gemacht. Sie sollten ein Taxi rufen, sagte ich, oder den nächsten Kunden mit Auto bitten, ihn zu fahren. Der Graue zog sein verletztes Bein an, als ahmte er einen Storch oder Reiher nach. Als sich unsere Blicke trafen, streckte er eine Hand aus. Der kleinste Schein in meinem Portemonnaie war ein Zehner. Ich ging zu ihm. Nicht nur sein Gesicht, auch die Schuhe, die Hose, das Hemd, die Hände, alles war von Staub bedeckt, als hätte er sich auf den Boden gewälzt. Er klemmte den Schein mit dem Daumen auf dem Handteller fest, ohne den Arm sinken zu lassen. Er wollte mehr. Ich machte Kehrt und ging in den GS. Ich muss gestehen, dass ich gern einkaufen ging. Zumindest in Italien. Selbst in diesem für römische Verhältnisse eher durchschnittlichen Supermarkt tauchte ich regelrecht ein. Vor der Fischtheke, die ich wie üblich als erstes ansteuerte, um eine Nummer zu ziehen, um die Zeit, bis ich an der Reihe sein würde, für andere Einkäufe zu nutzen, wartete niemand. Das Angebot hingegen war überwältigend. Ich bewunderte die Verkäuferinnen, die hier arbeiteten, die immer mit beiden Händen nach den Fischen griffen und zwei oder drei gleichzeitig hochhielten, damit man wählen konnte, die die Flossen abtrennten, die Fische schuppten, aufschnitten, ausnahmen und wogen, auf Wunsch auch filetierten, in Papier einschlugen, in eine Tüte steckten und auf die Theke legten. Und wie armselig waren meine Kenntnisse schon allein angesichts der Auswahl an Tintenfischen, Muscheln und Austern. Dieses Angebot war hier selbstverständlich. Genauso selbstverständlich wie das Gespräch über die Zubereitung. Ich nahm zwei ganze Seezungen, das Sonderangebot des Tages. Selten habe ich mein miserables Italienisch mehr bedauert als gegenüber diesen Kennern. Sogar mir erteilten die Verkäuferinnen Ratschläge und verliehen ihnen Nachdruck, indem sie die Kuppen von Daumen und Zeigefinger zusammenlegten, an die Lippen führten und küssten, um dann ihre Hand wie in die Luft zu werfen. Wahrscheinlich wären wir jedes Mal mit Handschlag voneinander geschieden, hätten sie keine Handschuhe getragen. Und nie vergaßen sie, sich beim nächsten Mal nach dem Resultat ihrer Empfehlungen zu erkundigen. Ich bohrte dann stets einen Zeigefinger in die Wange und sagte, buono, buono. Buono, buonissimo. Am Stand für Fleisch und Käse musste man für gewöhnlich ebenfalls eine Nummer ziehen. An jenem Tag aber saß die Verkäuferin auf einem Hocker vor herabhängenden Rosmarinschinken, Parmaschinken, Bresaola, Salami Milanese, Soppressata Calabrese und blätterte in einer Illustrierten. Schwerfällig erhob sie sich und streifte einen durchsichtigen Handschuh über ihre Rechte. Wie immer sagte ich mein Sprüchlein, Due et di questo, 200 Gramm von dem da, und drückte einen Finger gegen die Glastheke, um mit einem mehr oder weniger gnädigen um die nächste Bestellung gebeten zu werden. Pecorino sardo? Assaggiate, signori, prego. Una prelibatezza. Ich kaufte Rosmarinschinken, Bresaola und für die Kinder nochmal 200 Gramm Mortadella mit Pistazien. Poi? Obwohl Tanja protestieren würde, weil ihr das zu fett war. Prego, avvicinatevi. Solo oggi in offerta. Als ich schon gehen wollte, gab mir die Verkäuferin noch von einer Mailänder Salami zu kosten, sodass ich auch davon 100 Gramm kaufte. Poi? Und schließlich ließ ich mir ein Stück frischen Büffelmozzarella einpacken, der sehr gut aussah. Als mir einfiel, dass weder Tanja noch ich, ganz zu schweigen von den Kindern, diesen speziellen Geschmack, es schmeckte tatsächlich nach Büffel, glaubten wir zumindest, gar nicht mochten, war es zu spät. Von dort ging ich zum Gemüse. Wir aßen viel Fenchel, selbst die Kinder. Fenchel pur, Fenchel im Salat, Fenchel gekocht oder Fenchel mit Fisch in der Pfanne. Und dann war es mal wieder Zeit für Auberginen. Ich liebe Auberginen. Schon allein ihrer Farbe wegen, ihr tiefes Schwarz, das mitunter ins Blau umschlägt. Ihre Form, die mir wie die Form einer Frucht schlechthin erscheint. Und weil ich so gern ihre feste, gespannte und doch nicht harte Oberfläche in die Hand nehme. 20 Minuten in den Ofen, dann aufschneiden, das Mousse herauslöffeln und mit Pfeffer und Salz anrühren. Ich hatte schon eine zweite in der Hand
beherrschte mich aber und beließ es bei einer Aubergine. Ich sah schon unseren Vorspeisenteller. Dazu noch 3 Zucchini, 2 Avocados und als Übergang zum Obst eine kleine reife Papaya. Der Preis auf 1 Euro herabgesetzt. Im Sonderangebot dann Feigen und das, was wir Bergpfirsiche nennen. 2 Hände voll Kirschen und eine Honigmelone. Man muss sie an den Enden befühlen. Da merkt man, ob sie schon reif sind. Und schließlich zu dem Kühlregal mit den verschiedenen Pastasorten. Wir liebten besonders die schwarzen, flachen, die Sepia-Tagliatelle. Wenn von denen was übrig blieb, nahmen die Kinder sie in unserer weißen Schüssel mit in den Garten und behaupteten, sie hätten soeben zerschnittene Reifen vorgesetzt bekommen. Mich auf den Wagen zu stützen, verschaffte meiner Hüfte Erleichterung. Deshalb fuhr ich weiter die Regalreihen entlang. Nachdem ich 4 Becher Joghurt mit Himbeeren und 4 Becher Joghurt mit Ananas eingesammelt hatte und auch an die Milch gedacht hatte, fand ich sogar Smacks, die es nur selten gab. Dazu Haferflocken, einmal meine Lieblingsmarmelade aus Wilderdbeeren, Fragoline und ein großes Glas Honig. Für das 6er-Pack Peroni-Bier musste ich den Korb umräumen, sonst hätten die Flaschen alles erdrückt. Das 6er-Pack Wasser passte auf das Gestänge unter den Korb. Dann bog ich in die Weingasse ein. Ich habe keine überzeugende Erklärung für meine Gedankenverlorenheit, für meinen Blackout. Normalerweise kaufte ich nur noch mit Zettel ein, weil ich wusste, wie es endete, wenn ich mich treiben ließ. Deshalb war es wohl weniger die Gewohnheit, die mich maßlos machte, als vielmehr das Glück, mich endlich wieder selbst bedienen, mir die Herrlichkeiten dieser Welt eigenhändig in den Korb legen zu können. Nach dem Wein griff ich auch noch nach einem 6er-Pack roten Bitter. Brauchst du Hilfe? Vor mir stand ein indisch aussehender Mann. Er war kleiner als ich und gut aussehend. Über seinem hellen, ausgewaschenen Hemd trug er eine grüne Warnweste. Wegen seiner sorgfältig gestylten Frisur hatte ich ihn im ersten Moment ebenfalls für einen Kunden gehalten. Er muss mir meine Überraschung angesehen haben. Sein Lächeln wurde breiter. Ich helfe dir, was brauchst du? Nichts, danke. Ich habe alles. Woher wissen Sie, dass ich Deutsch spreche? Sollte ich die Einkäufe zurück in die Regale und Kühltruhen räumen? Den Fisch und das Päckchen von der Wurst- und Käsetheke konnte ich selbst tragen. Ich zögerte einen Augenblick zu lang. Ich genierte mich vor dem Inder. Doch da zog er auch schon meinen Einkaufswagen hinter sich her zur Kasse. Hatte er bemerkt, dass ich ohne Buggy und Auto die Sachen unmöglich allein tragen konnte? Er fing an, meine Einkäufe aufs Band zu legen. Deine Karte? Da ich unsere Kundenkarte nicht dabei hatte, mit der wir von Anfang an Bonuspunkte sammelten, um uns römischer zu fühlen, reichte er dem Kassierer seine eigene. Der Kassierer wiederum holte selbst eine Karte hervor und zog sie durch den Automaten. Sei buste. Der Inder zeigte ihm mit den Fingern die 6, weil er den Einkauf auf 6 Tüten taxierte und steckte seine eigene Karte wieder ein, ohne dass ich eine Regung an ihm bemerkt hätte. Er beherrschte nicht nur den Trick, die Plastetüten zu öffnen. Mit dem nächsten Griff schlug er die Ränder um und verstaute die Einkäufe, sobald sie aus den Händen des Kassierers über die Schräge rutschten. Während ich bezahlte, fuhr er den leeren Wagen hinaus, kehrte zurück und überreichte mir meinen Euro. Andiamo, gehen wir. Der Inder nahm die Tüten auf. Mit jeder Hand 3. Für mich blieb nur das 6er-Pack der grünen 1,5 Liter Flaschen Mineralwasser. Der Graue hielt immer noch sein Bein angezogen. Die Männer neben ihm schütteten ihr Herz gerade 2 Nonnen aus, die ihrerseits auf die Männer einredeten und kaum weniger gestikulierten. Wohin geht's? Largo di Villa Massimo. Wohnst du hier? Ja, bis Anfang Januar. Was machst du? Sono scrittore. Ich weiß nicht, warum ich es nicht auf Deutsch sagte. Auf Italienisch kam es mir leichter über die Lippen, obwohl es für italienische Ohren nicht weniger prätentiös klingt. Und was schreibt der Scrittore? Geschichten, Romane. Kriminalromane? Nein. Und Sie? Sono scrittore. Ich bin Schriftsteller und trage Einkäufe nach Hause. Als wir nur noch ein paar Schritte von der Kreuzung entfernt waren, schaltete die Fußgängerampel auf Rot. Ich setzte das 6er-Pack ab. Und was schreiben Sie? Wir werden sehen. Ich habe so ein paar Ideen. Er hatte ebenfalls die Tüten abgesetzt und tippte sich mit den Fingerkuppen der Rechten gegen die Schläfe. Ein paar Ideen. Ich sagte meinen Namen und dass ich aus Berlin sei.
Ich hätte natürlich auch sagen können, ich komme aus Deutschland. Aber Berlin ist besser. Berlin kommt immer und überall gut an. Besonders in Italien. Ich heiße Gustl. Aber man nennt mich Augusto. Und woher kommen Sie? Sind Sie in Italien geboren? Oh, das wäre nicht schlecht. Ich, ein Italiener? Nein, ich komme aus Kotlia. Aus Kotlia bei Brasov. Aus Rumänien? Und in Brasov haben Sie Deutsch gesprochen? Nicht meine Familie. Aber wir hatten Nachbarn, alte Leute, Schwaben. Die hatten Zeit. Bei denen habe ich Deutsch gelernt. Augusto blieb manchmal stehen und wartete auf mich, ohne die Einkäufe abzusetzen. Immer wieder gähnte er, als langweilte er sich mit mir zu Tode. Ich war unsicher, wie viel ihm für seine Trägerdienste zustanden. 5 Euro? Oder mehr? Sollte ich es in Relation zu dem Geld betrachten, das ich gerade ausgegeben hatte? Es wie ein Trinkgeld berechnen? Oder ihm seinen Zeitaufwand entschädigen? Eine halbe Stunde inklusive Rückweg? Kommt es oft vor, dass Sie Einkäufe nach Hause bringen? Aber ja. Sie hatten wohl eine kurze Nacht. Schau mal, da. Er setzte die Tüten ab und zog ein Hosenbein hoch. Sein ganzer Unterschenkel war mit Schürfwunden und Kratzern übersät. Was ist das? Er zeigte mir sein anderes Bein, das ebenso zugerichtet war. Raffte Weste und Hemd hoch, drehte sich herum und präsentierte mir seinen malträtierten Rücken. Das sind doch Bisse! Augusto ließ das Hemd nach unten rutschen, lächelte und griff wieder nach den vollen Tüten. Warten Sie! Was ist denn passiert? Ich setzte meine Fracht ab. Das rote Trageband an dem Sechserpack schnitt in die Finger. Aber das war nichts gegen den Schmerz in meiner Hüfte. Am liebsten hätte ich mich auf das Trottoir gekniet. Augusto lächelte vor sich hin. Woher kommt das denn? Das glaubst du mir nicht. Wieso denn? Warum sollte ich Ihnen nicht glauben? Augusto fixierte mich. Er hatte tiefschwarzes Haar, hohe Wangenknochen, eine glatte Stirn. Und sein Mund war so fein geschnitten wie das ganze Gesicht. Das dunkle Braun seiner Augen wirkte fast schwarz. Er nahm die Sachen wieder auf. Andiamo. Müssen Sie den Kassierern etwas abgeben? Oder dem Albaner? Wer bestimmt denn, wer einpacken darf und wer nicht? Augusto wartete, die Tüten in den Händen und tat, als hätte ich nichts gesagt. Wissen Sie, was das für ein Baum ist? Ein Götterbaum. Man sah die Stellen, an denen Zweige abgeschnitten worden waren. Ich erzählte, dass uns eine Freundin, eine gelernte Gärtnerin, im Juli besucht und uns Seidenraupen geschenkt hatte. Und dass meine Frau seither auf der Suche nach Götterbäumen war. Denn Seidenraupen fressen nur die Blätter von Maulbeer und Götterbäumen. Ich sagte, dass wir oft in der Küche vor dem Terrarium gesessen und den Raupen zugesehen hätten, wie sie Blätter fressend über die Zweige gekrochen waren. Vor 2 Wochen etwa hatten sie sich verpuppt und dabei ihre Köpfe unaufhörlich bewegt, als wollten sie eine umgekippte 8 in die Luft zeichnen. Das Terrarium hatten wir danach auf den Küchenschrank verfrachtet und erst morgens, also am Morgen des 10. August, war uns der große Falter aufgefallen, der auf einem Zweig gesessen und seine dunklen Flügel auf und wieder zugeklappt hatte. Auf und zu, ohne sich von der Stelle zu rühren. Augusto verzog keine Miene. Ich nahm die Flaschen wieder auf. Gestern erschien eine Signora in einem Citroën, ein riesiges Auto, der größte Citroën, den es gibt. Sie steigt aus, eine Signora mit Hut, nicht jung, aber schlank und schön und sehr vornehm. Der Chef bedient sie mit einem Einkaufswagen. Sie dreht sich nach uns um, sieht von einem zum anderen, schiebt für einen Moment die Sonnenbrille nach oben und zeigt schließlich auf mich. Ja, auf mich. Nur eine Handbewegung. So, mit dem Zeigefinger. Nichts weiter. Sie macht kehrt und geht rein. Und wie sie geht. Ihr Hintern. Der schönste Arsch der Woche. Ja, der schönste Arsch des Sommers. Einer, dem du tagelang nachlaufen kannst, ohne müde zu werden. Sie wartet vor dem Mineralwasser. Sie sagt 10 und zeigt auf die Sechserpacks. Nicht 10 Flaschen, 10 Sechserpacks. Da
Milch, 12 Liter und 12 Sechserpacks Bier. Ich brauche einen zweiten Wagen. Ich eile hinaus, wieder hinein mit dem Wagen und fahre hier alles zur Kasse. Und von da zum Citroën. Ich beeile mich nicht. Ich trödle auch nicht. Ich mache meine Arbeit. Sie macht gar nichts. Ganz feine Dame. Nur das Portemonnaie mit vielen bunten Karten. Sie beobachtet mich nur. Sie lässt mich nicht aus den Augen. Plötzlich weißt du nicht mehr, wie du laufen sollst, weil sie dir zusieht. Ehrlich, ich denke nicht daran, was sie mir geben wird. Ich bin nur glücklich. Glücklich, in ihrer Nähe zu sein. Sie zu sehen. Ihr Parfum zu riechen. Ah, ihr Parfum. Augusto hob den Kopf und sog die Luft ein, als könnte er seine Signora noch riechen. Mach zu, sagt sie, als alles drin ist. Und ich schließe den Kofferraum. Doch sie steigt nicht ein. Stattdessen macht es Klack. Die Türen sind verriegelt. Und sie geht davon. Ich schieb den Wagen noch zurück und gehe nach. Immer ihrem Arsch nach. Sie geht zum Bäcker. Nur eine Ecke weiter. Sie dreht sich nicht um. Sie weiß, dass ich ihr folge. Beim Bäcker klemme ich mir zwei große Papiersäcke mit Broten unter die Arme. Die kommen auf die Rücksitze. Ich stelle sie ab und sie zeigt auf die Beifahrertür, setzt sich selbst hinter Steuer und winkt. Ich kapiere nicht, was sie will. Sie wird ungeduldig. Ich soll einsteigen? Ich tue es. Helle Ledersitze. Ich ziehe die Tür zu und bin schon angeschnallt, als könnte sie zaubern. Und los geht's. Die anderen starren mich an, als würde ich gen Himmel fahren. Auch wenn ich stehen blieb und die Flaschen absetzte, sprach Augusto weiter, die Tüten in seinen Händen. Ich habe mir nicht alle Stationen gemerkt, nur die, die ich kannte. Die Markthalle an der Piazza Vittorio und das Limati, bei dem zu meiner Genugtuung auch Augustos Signora ein paar Hunderter ließ. Augusto und ich waren an der Pforte der Villa Massimo angelangt, als die Signora in seiner Erzählung ihre Besorgungen erledigt hatte und mit Augusto und ihrem vollbeladenen Citroën nach Parioli, einem der Nobelviertel, fuhr. Sie hielten vor einem großen, heruntergekommenen Haus, einem kleinen Palazzo, dem ältesten in der Gegend. Laut Augusto sah es aus, als hätte sich eine Kletterpflanze des Palazzos bemächtigt, ja, sich regelrecht über diesen geworfen. Eine Hälfte sei schon völlig überwuchert gewesen. Grüne Netze, wie man sie um Obstbäume legt, um sie vor Vögeln zu schützen, waren um die reichen Verzierungen über den Fenstern und an den Balkonen gespannt. Die Netze sollen dafür sorgen, dass nichts herabfällt. Aber das ist nur Show, verstehst du? Was für eine Show? Die Balkone sind nicht baufällig. Sie wollen nicht, dass man merkt, wie reich sie sind. Nichts darf auf das Innere deuten. Denn drinnen ist alles prächtig, kostbar und mitnichten verfallen. Von innen sieht selbst das Tor anders aus als von außen. Drinnen ist Platz, viel Platz. Ein Innenhof mit Brunnen und Kunstwerken, mit Hecken und Palmen. Ein Park mit weißem Kies, viel Kies. Und zwei Citroëns, genauso wie der, in dem ich saß und aus dem ich nicht aussteigen konnte. Denn ich war angegurtet und wusste nicht, wie das geht. Wie er sich lösen lässt, der Gurt. Scusi. Aiuto, non riesco ad uscire. Scusi. Ich schaue raus. Und was sehe ich? Eine Signorina. Ihr Ebenbild. Gleichsam die Signora vor 20 Jahren. Und sie kommt ganz nah heran. Sie beugt sich herab. Ihre Nase berührt fast die Scheibe. Und sie lächelt. Statt die Tür zu öffnen, betrachtet sie mich. Sie ruft ihrer Schwester etwas zu. Nach einer Ewigkeit öffnet sie von außen endlich die Tür. Benvenuto.
aiuto. Willkommen, sagt sie und reicht mir die Hand, als brauchte ich Hilfe. Che bell'ospite ci hai portato. Come ti chiami? Augusto mi ha aiutato. Und der Gurt? Der Sicherheitsgurt im Auto? Der war weg. Von allein. Einfach weg. Und dann? Benvenuto, Augusto. Aiuterai un po' anche noi? Se lo desidera. Ich trug das Wasser, das Bier, die schweren Sachen nach oben. Und die beiden immer 3-4 Stufen vor mir. Im Gleichschritt. 1-2, 1-2. Einen Gang haben die beiden. Ich weiß nicht, welcher Arsch der schönere ist. Und ihre Waden. Diese Kniekehlen. Das Tor der Villa Massimo öffnete sich. Wir mussten die Einkäufe aus dem Weg räumen, weil ein Lieferwagen herausfuhr. Ich wollte die Gelegenheit nutzen und hineingehen, griff auch nach den Flaschen. Doch Augusto war derart in seine Erzählung versunken, dass er nicht reagierte. Er beschrieb die Küche als eine Halle mit einem großen Herd in der Mitte und einem Kamin in der Ecke. Und für das Geschirr haben sie eine Maschine. Sie brauchen nicht abzuwaschen. Das macht die Maschine. Eine Spülmaschine. Eine Maschine, die Geschirr und Töpfe und Besteck abwäscht. Und plötzlich ist da eine dritte Frau. Die mittlere Schwester. Sie könnten Drillinge sein. Eine so schön wie die andere. Nur aus verschiedenen Zeiten. Die mittlere Signora entschuldigt sich. Niemand habe ihr meine Ankunft gemeldet. Aber jetzt werde sie sich um mich kümmern. Ma ora mi dedicherò a lei. Ich will wieder zum Auto. Ich muss doch ausladen. Aber das lässt sie nicht zu. Sie hält mich fest. Sie hakt sich bei mir ein. Und führt mich in einen Saal. Einen Saal mit breiten, dunklen Dielen, die glänzen. Ihr Körper zeichnet sich unter dem dünnen Kleid ab. Ich warte noch einen Moment, bevor ich zum Fenster gehe. Links der Pincho, geradezu der Gian Nicolo, rechts davon San Pietro. Direkt unter mir eine Terrasse mit einem kleinen Springbrunnen und Papageien auf dem Rand. Lebende Papageien. Wenn der Wind die Fontäne zur Seite biegt und Wasser auf die Steinplatten spritzt, flattern sie auf, kreischen und lassen sich gleich wieder an derselben Stelle nieder. Dort treten sie von einem Bein auf das andere. Heißt es Bein? Und warten auf die nächste Windböe. Ich wage es nicht, mich zu setzen. Erst als sie mit einem Kaffee zurückkehrt und fragt, warum ich es mir denn nicht gemütlich mache, lasse ich mich in einen Sessel fallen. Ich verschwinde fast zwischen den Armlehnen. Sie bietet mir Zigaretten an, gibt mir Feuer, schiebt den Aschenbecher heran und stellt eine Schale mit Früchten neben mich. Serviti pure. Ich hatte die Tür der Pforte geöffnet und war mir unschlüssig, ob ich mich nun von Augusto verabschieden sollte. Und weißt du, wo ich erwache? In einer großen Wanne. Ich liege in einer Badewanne. Ein Kissen im Nacken. Die Signorina steht im Morgenrock vor einem Spiegel und tuscht ihre Wimpern. Wie sind Sie denn in die Badewanne gekommen? Wenn ich das wüsste. Sie meinen, die Damen haben Sie eingeschläfert, ausgezogen, ins Bad getragen und in die Wanne gelegt? Ja, natürlich. Ganz richtig. So muss es gewesen sein. Ich war betäubt. Mein Körper war betäubt. Beine, Arme, Hände, mein Kopf. Ich erwache allmählich. Die Signorina bemerkt es noch vor mir. Sie lächelt. Ich sehe ihr Lächeln im Spiegel. Non male, coccolo mio. Sono certa che ci sai fare. Mein Schwanz ragt aus dem Wasser. Das ist mir peinlich. Ich drehe mich seitlich. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Von meinen Sachen fehlt jede Spur. Die Signorina lässt sich Zeit. Sie schraubt ihre Tusche zu.
Sie beobachtet mich im Spiegel. Va tutto bene? Schließlich dreht sie sich um, kommt herüber und setzt sich auf den Wannenrand. Mit einer Hand hält sie ihren Morgenrock oben zusammen, aber darunter beult sich der Stoff vor, sodass ich ihre Brust sehen kann, ihre rechte Brust. Ich spüre ihre Fingerkuppen an meiner Schulter. Sie drückt mich zurück. Rilassati. Non aver paura. Relax. Ich folge ihrem Befehl, lehne mich zurück, strecke die Beine aus. Bene, così. Die Signorina krempelt ihren linken Ärmel auf und fischt nach meinem Schwanz. Bene, così. Ottimo. Aber ich... Plötzlich sitze ich gerade, die Knie angezogen. Ein Reflex. Idiota. Ich habe die Signorina nass gemacht. Che combini? La pagherai. Sie sagt es freundlich und ruhig. Sie lächelt sogar dabei, als sagte sie etwas ganz anderes. Etwas Liebevolles. Vor dem Spiegel tupft sie ihr Gesicht ab. Attacco o ritirata. Sie blickt auf meinen Schwanz, der krumm wie eine Banane vorsteht. Was soll ich antworten? Asciugati, scemo. Einen Moment lang schien es, als lauschte Augusto noch ihrer Stimme. Möchten Sie einen Kaffee? Ist das nicht mehr weit? Ich hielt Augusto einen 10-Euro-Schein hin. Er sah mich an, strich sich das Haar aus der Stirn und nahm die Tüten wieder auf. Ich steckte den Schein wieder ein. Wir passierten die unbesetzte Pförtnerloge. Und wann sind Sie gegangen? Gegangen? Der Abend hatte noch gar nicht begonnen. Doch anstatt nun in seiner Erzählung fortzufahren, spannte mich Augusto auf die Folter. Schweigend lief er neben mir her, den Kiesweg vor den Ateliers entlang. Er antwortete auch nicht, als ich ihn fragte, ob die drei Schwestern schuld an seinen Verletzungen seien. Wusste Augusto selbst nicht, wie seine Geschichte weitergehen sollte. Mir jedenfalls war damals genauso wenig klar wie heute, was ich von seiner Erzählung halten sollte. Aber er hatte mich, wie man so sagt, an der Angel. Hast du Nescafé? Ich habe richtigen Kaffee. Lieber Nescafé. Hast du den? Kann sein. Meine Mutter war da. Die trinkt auch lieber den löslichen. Wir stiegen die Treppe nach oben und betraten die Küche. Das Terrarium nahm den halben Tisch ein. Ich zog einen Stuhl zurück und ließ mich darauf fallen. Die Narbe am Fuß spürte ich gar nicht. Nur die verdammte Hüfte tat weh. Der Falter, doppelt, dreimal so groß wie gewöhnliche Schmetterlinge, saß noch auf demselben Zweig und bewegte seine dunklen Flügel. Obwohl alles so gekommen war, wie es unsere Freundin beschrieben hatte, und man ja schon in der Schule lernt, dass aus Raupen Schmetterlinge entstehen, erschien mir diese Verwandlung wie ein Wunder. Das Unheimliche daran war, dass der Falter nun nichts mehr fressen würde. Ein paar Tage würde er noch leben, ganz der Schönheit und der Fortpflanzung gewidmet, um dann zu sterben. Ich wurde zum Richter berufen. Für eine Nacht bestimmten sie mich zum Richter. Ohne den Blick von dem Falter zu wenden, stand Augusto noch immer neben den Einkäufen, die er vor dem Kühlschrank abgesetzt hatte. Ich entschuldigte mich und zog für ihn einen Stuhl vom Tisch zurück. Ich füllte den Wasserkocher und fand auch das Glas mit dem Rest Nescafé. Bevor ich aufs Klo ging, wollte ich mein Portemonnaie, das auf dem Tisch lag, einstecken. Aber das fand ich hätte nach Misstrauen ausgesehen. Ich deponierte es im Geschirrschrank vor den Tassen. Augusto stand noch immer reglos da. Hier drinnen wirkte er in seiner grünen Weste wie ein Rettungssanitäter. Wie schwer die Einkaufstüten waren, merkte ich erst, als ich sie zum Auspacken auf einen Stuhl hob. Ohne die Schmerzen hätte ich es wohl auch geschafft, die Tüten nach Hause zu buckeln. Doch Augusto hatte die ganze Zeit über den Anschein von Mühelosigkeit erweckt. Ich stellte Nescafé, Mineralwasser, Gläser und Tassen auf den Küchentisch und wartete, bis es im Wasserkocher brodelte. Bevor ich mich an den Tisch setzte, öffnete ich das Fenster, durch das man auf die großen Kakteen sah. Die Mücken waren weniger penetrant als in den letzten Tagen. Er nahm 3 Teelöffel Kaffee. Was meinen Sie denn mit Richter? Du meinst letzte Nacht?
Sie mussten tanzen. Tanzen, solange es mir gefiel. Ich war ihr Richter. Der Richter der Frauen? Nein, doch nicht von ihnen. Als wäre es das Normalste von der Welt, zog Augusto eine Schachtel Zigaretten aus der Brusttasche seines Hemds und begann gierig zu rauchen. Hast du Zucker? Ich bat ihn, sich die Zuckerdose selbst aus dem Schrank zu nehmen, wo Tanja sie vor den Kindern versteckt hielt. Im Sitzen war der Schmerz besser auszuhalten. Sie luden mich ein, mit ihnen zu feiern. Ich sagte ja. Einmal im Monat geben sie ein Fest mit vielen Gästen. Was sollte ich machen? Ich hätte ja nicht mal mehr eine Hose. Ein Mädchen trat ein. Sie wusch mir die Haare. Und massierte mir dabei die Kopfhaut. Sie frisierte und föhnte mich. Sie schnitt mir die Nägel an Fingern und Zehen. Sie rieb mich mit Öl ein und knetete meinen Rücken durch. Zwischendurch erscheint immer mal eine der Schwestern. Schiebt mir Leckerbissen in den Mund. Drückt dabei prüfend ihre Finger in mich. Sie lobt das Mädchen für ihre Künste. Schließlich tragen die Signore gemeinsam ein Gewand aus gelber Seide herein. Es ist mir zu groß. Aber das Mädchen rafft es geschickt. Sie heftet Nadeln und Spangen an den Stoff, löst diese wieder und versucht es geduldig von Neuem. Ecco fatto, dolcezza. Ora sì che sei fresco come una rosa. Via tutti i parassiti. Bis das Gewand bequem und elegant an mir herabfällt. Nach einem tiefen Zug blies Augusto den Rauch über meinen Kopf und drückte die Zigarette auf der Untertasse aus. Es ist schon dunkel, als ich ein paar Schuhe erhalte. Ein paar kostbar bestickte Pantoffeln. Auch die, einige Nummern zu groß. Venga con me, prego. Und den drei Schwestern vorgeführt werde. Diesmal jedoch beachten sie mich kaum. So sehr sind sie mit ihrer Garderobe beschäftigt. Mit ihren Ballkleidern. Als würden sie in einem historischen Stück auftreten. Einer Oper. Die Signorina in Lindgrün. Die mittlere Signora in elfenbeinfarbener Seide. Und die älteste, meine Fahrerin, in einem roten Kleid, das schon etwas verblichen wirkte. Sie hat den tiefsten Ausschnitt. Ihre Haare haben alle drei zu einem Knoten geschlungen, was ihnen ein strenges Aussehen verleiht. Von Zeit zu Zeit tritt einer von ihnen ans Fenster und blickt hinaus auf die Terrasse. Im Schein bunter Lichtgirlanden erkenne ich ein paar Gestalten, die an der Brüstung lehnen. Doch wenige Minuten später drängen sich dort unten bereits 70, 80 oder noch mehr Frauen und Männer jeden Alters, jeder Hautfarbe. Ich werde auf die Terrasse geführt, die hufeisenförmig ist. Die frische Luft tut gut. Links und rechts hat man je ein Buffet aufgebaut. Fürstliche Buffets. Die Band steht dem Brunnen gegenüber, auf einem kleinen Podest. Über ihnen die Fenster des Saals, von dem aus ich über die Stadt geblickt habe. Die Gäste empfingen uns schweigend. Sie wirkten gar nicht wie Gäste. Das waren keine Freunde oder Bekannten. Vielmehr ähneln sie herausgeputzten Hausangestellten, ja Bediensteten. So tief knicksen die Frauen. So ehrfürchtig verbeugen sich die Männer. Den Männern ist anzusehen, dass ihre Anzüge geborgt sind. Manche haben sogar die Hosenbeine umgeschlagen. Bei anderen zeigt sich ein Streifen Haut. Einige tragen nicht mal Socken. Ich werde zur rechten Terrassenecke geleitet, in der ein zweistufiges Podest steht. Die Schwestern nehmen auf den Stühlen der unteren Stufe Platz. Auf der oberen thront ein Sessel. Der ist für mich bestimmt. Du, la, muoviti. Als ich mich setze, komme ich mir vor wie ein Affe. Die Schwestern flüstern mir zu, dass ich das Zeichen für die Musik zu geben habe. Forza, che aspetti? Also hebe ich den Arm,
Nicke den Musikern zu. Die beginnen zu spielen. Tanzmusik. Augenblicklich finden sich die Gäste zu Paaren zusammen. Es ist keine gute Band. Die haben noch nie zusammen gespielt. Grauenhaft. Katzenmusik. Und erst die Tänzer. Die meisten von ihnen schaukeln nur hin und her. Drehen sich ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach links. Was war denn Ihre Aufgabe? Waren Sie die Jury? Maria, die älteste Schwester, sagte, dass ich der Richter sei. Derjenige, der nach jedem Tanz ein Paar streicht. Es lag bei mir. Es war ganz meine Entscheidung. Ich konnte sie so lange tanzen lassen, wie ich wollte. Verstehen Sie denn etwas davon? Nicht vom Tanz, aber von Musik. Wer mir nicht passte, flog raus und hatte zu verschwinden. Wir bekamen nichts. Nichts zu trinken, nichts zu essen. Das Buffet war nur für die letzten 15 Paare bestimmt. Ich muss los. Noch eine Tasse vielleicht? Einverstanden. Der Falter klappte immer noch seine Flügel auf und zu. Bewegungen, die mich in ihrer Hilflosigkeit an frühe Flugapparate erinnerten. Augusto beugte sich zum Fenster und schnippte seine Kippe zwischen die Kakteen. Dann bediente er sich wieder ausgiebig vom Zucker, rührte mit dem Löffelstiel um, beugte sich vor und schlürfte seine randvolle Tasse ab. Mit den Lippen zog er eine neue Zigarette aus der Packung. Noch eine Zigarette, wenn du nichts dagegen hast. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ich denke, es war gestern. Ich hatte zu viel getrunken. Es war endlos. Schon bis ich die ganzen Stümper aussortiert hatte, war es eins. Die Signora rief immer zu, das ist doch kein Foxtrott. Das ist doch kein Walzer. Weg mit ihnen. Also haben gar nicht Sie entschieden. Die Signore sprachen immer betont höflich miteinander. Doch so, dass es nicht schwer war, ihre Wünsche zu erraten. È una festa, nient'altro che una festa. Una festa formosa e deliziosa. Una festa, nient'altro che una festa. Io punto sulla coppia con quel grande culo in abito rosso. Io su Cazzo e la sua fichetta. Chi è Cazzo? Cazzo è quello lì con i pantaloni troppo corti e che ha dentro un'erezione. Quel coso non sa proprio danzare il cia-cia-cia. Il culo rosso si aggiudica la gara di cia-cia-cia. È Augusto che decide. Non è vero, Augusto? Al prossimo giro punto sulla metà di sinistra, su quei mocciosetti. Quei tre là devono esercitarsi nel tango. Augusto, io punto su di loro, capito? Noi puntiamo sulle cravatte. Io punto sulle cravatte blu. Una alla volta. Ma quello è proprio negato per il tango. Giacche bianche contro giacche rosse. Und ihre Verletzung? Am schlimmsten war das Gefühl, allein zu sein. Nicht zu den Schwestern zu gehören, nicht zu den Tänzern, zu niemandem. Mit jeder Entscheidung stieg die Zahl derer, die mich verfluchten. Ecco, io mille su cazzo. Augusto, e questo è per te, dolcezza. Con la promessa di non lasciare il tuo cazzo da solo. Se prescegliérai il mio cazzo. Und die anderen, die ich im Rennen hielt, waren den Schwestern ausgesetzt. Die wetteten unaufhörlich. Sie wetteten? Die Signore wetteten darauf, wer als nächstes rausfliegt. Sie setzten auf einzelne Paare oder Gruppen, auf die rechte Hälfte der Terrasse oder die linke, auf Männer mit blauen Krawatten oder Frauen in weißen Röcken. Voltati di qua, dalla mia parte. Cosa vedi? Cosa ti prometto? Augusto. Sie begannen mit 50ern und 100ern. Doch bald waren nur noch die rosafarbenen im Spiel. 500er. Jawohl. Sie sprachen so offen, dass ich wusste, welche von ihnen auf wen setzt. Fa sì che la fortuna sia dalla mia parte. Giudice severo e incorruttibile. Ich bestimmte, wer gewinnen, wer verlieren sollte. Die Signore versuchten, mich zu bestechen. In cambio, eccoti questo. L'ho preparato apposta per te. Sie schoben mir Desserts in den Mund. Die besten Happen, wie sie sagten. Con i fichi. Fichi appena colti. Augusto trank sein Nescafé aus und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Die Kippe flog durchs Fenster. Sie sprachen höflich, betont vornehm. Levaci di torno quella vecchia.
La fica gialle, ciondola fra le cosce. Auch wenn sie wissen wollten, warum ich die Fotze oder den Schwanz da nicht endlich abtreten ließ, klang das sehr manierlich und gewählt, als verwendeten sie eine Fachsprache. Cazzo ansima, oggi niente più erezione. Fuori anche lui! Der Ton macht bekanntlich die Musik. Augusto, tagliali le palle. Altrimenti sono capaci di scoparsi tutta l'Italia. Mal lasse ich die eine, mal die andere gewinnen. Aber immer waren zwei gegen mich. Sei un mascalzone, proprio un mascalzone. Sie lassen es mich spüren. Wenn sie doch nur geflucht hätten. Un cazzone ingrato e nient'altro. Aber sie kneifen und kratzen mich. Sie schlagen zu. Sie beißen. Vuoi fare il giudice, mi fai perdere, canaglia! Furien. Drei Furien. Und warum haben sie sich das bieten lassen? Dich möchte ich mal sehen. Wenn eine Hand deinen Schwanz hält, die andere deine Eier quetscht und sich um jedes Bein noch ein Arm schlingt. Ich habe einiges erlebt, wirklich. Aber sowas wie die Signore? Es war nicht der Alkohol. Es war die Lust, sich gehen zu lassen. Sie wollten nichts anderes. Sie wetteiferten miteinander, wer von ihnen die schamloseste, die ordinärste, die brutalste sei. Augusto schwieg. Die Hände auf den Oberschenkeln starrte er vor sich hin. Ich war erstaunt, wie gepflegt seine Fingernägel waren, wie makellos sich die weißen Halbmonde darauf zeigten. Er sah auf die Uhr. Mit den letzten 15 Paaren geht es erst richtig los. Ich denke, jetzt ist das Schlimmste überstanden. Jetzt beginnt das Fest. Jetzt wird gegessen und getrunken. Ein paar Tänze lang muss ich niemanden rausschmeißen. Die Signore bedienen sich am Buffet. Zunächst denke ich, den Tanzenden sei warm geworden. Sie legen Jacketts und Kostümjacken ab. Blusen werden aufgeknöpft und Krawatten abgebunden. Eine Männerhand streift über Brüste. Eine Frauenhand schiebt sich unter das Hemd. Und plötzlich begreife ich, was da passiert. Sie knöpfen sich auf. Sie knöpfen sich auf? Ja, sie knöpfen sich auf. So heißt es doch. Knopf um Knopf. Die letzten 15 Paare. Geschmeidige, gute Tänzer, allesamt. Doch was sie da tun, ist kein Tanz mehr. Sie umkreisen sich. Sie drängen sich aneinander. Sie ringen miteinander. Sie gehen aufeinander los. Vielleicht Tango. Ist das vielleicht Tango? Mein Arm hier, ist das Tango? Ti ho fatto male, Augusto. Stiamo solo giocando, Augusto. Non ci rovinare il gioco, Augustinuccio. Was ist das? Ah, sowas kennst du nicht. Brandblasen? Zigaretten. Sie wollten nur sehen, wie schnell ich reagiere. Das ist ja furchtbar. Ich wollte noch mehr sagen. Ich spürte, dass es lächerlich war. Einfach nur, das ist ja furchtbar zu sagen. Augusto sank zurück und wandte den Kopf ab. Als suche er draußen im Garten nach etwas. Mit jedem Tanz, mit jedem Paar, das ich ans Buffet schickte, wurde es schlimmer. Und plötzlich wurde mir klar, das schaffe ich nicht. Ich halte keine 10 Tänze mehr durch. Einmal trat ich nach Carmen, weil es so weh tat. Sie stürzte zu Boden und lacht. Finalmente. Ora sì, che il nostro coccolo ci dà dentro. Dann rächt sie sich an mir. Ich werde ohnmächtig. So sehr brennt es. Als ich wieder zu mir komme, erzählt die Signorina gerade von meinem Missgeschick in der Badewanne. Eine Beleidigung sei das gewesen. Nicht allein für sie, sondern für das gesamte weibliche Geschlecht. Ich bin verzweifelt. Schrecklich verzweifelt. Und die Schwestern spielen mit Geldbündeln, von denen sie selbst nicht mehr wissen, ob es 10.000 sind oder 50.000. Sie greifen in die Scheine. Einmal, zweimal, dreimal, ein Haufen Geld, ein richtiger Haufen Geld. Aber warum ließen sich die Gäste so behandeln? Ich verstehe das alles nicht. Jeder erwartet sich etwas. Einen Pass, Geld, eine Anstellung. Die Signore sind nicht nur äußerst vermögend, sie sind auch sehr einflussreich. Und wer gewann? Die Schwestern fielen über mich her. Nur daran erinnere ich mich noch.
Und was hat man Ihnen gegeben? Die Hose hier. Die habe ich mir genommen. Die Hose und das Hemd. Die lagen auf der Terrasse, als ich heute früh erwachte. Ich muss jetzt los. Augusto zupfte am Stoff über den Knien. Ich bat ihn, sich einen Augenblick zu gedulden. Ich ging zum Geschirrschrank. Ich wollte ihm noch Geld geben. Ich wollte es ihm geben und sagen, für ihre Geschichte. Das Portemonnaie lag vor den Tassen. Aber die Scheine fehlten. Ich wusste mit Sicherheit, dass es 2,50er gewesen war. Mindestens 2,50er. Und nun? Sollte ich ihn zur Rede stellen? Ich sah, dass ein zweiter Falter geschlüpft war. Er hockte reglos am Boden des Terrariums. Allmählich dämmerte mir, wie unmöglich es von mir gewesen wäre, ihm nochmal 10 oder 20 Euro anzubieten. Ich griff mir schließlich eine noch ungeöffnete Flasche Sambuca. Vielen Dank für Ihre Geschichte. Ich überreichte ihm die Flasche. Wortlos nahm er sie entgegen. Finden Sie zur Pforte zurück? Er nickte. Ich führte ihn durchs Haus, wieder auf den Kiesweg. Auf Wiedersehen, Augusto. Sein Handschlag war lasch. Ich legte mich hin, schloss die Augen und versuchte an etwas anderes zu denken. Der Schmerz in der Hüfte wollte überhaupt nicht mehr nachlassen. Wie sehr wünschte ich mir an jenem Abend, den Spaziergang nie unternommen zu haben. Tanja erschrak, als sie mich im Bett fand. Sie wusste dann auch nicht mehr, was sie sagen sollte, als sie den Kühlschrank öffnete und die vielen Flaschen entdeckte. Auf der Rückfahrt hatten sie Station an einem Supermercato gemacht und das Auto vollgeladen. Paula und Anna, unsere Töchter, halfen ihr, die Sachen hinaufzutragen. Bisher habe ich das alles für mich behalten. Es ist ja auch nicht ganz einfach, mein Verhalten zu erklären. Einen unmäßigen Einkauf, eine Hilflosigkeit, die Augusto erkannt und genutzt hatte, meine kindische Neugier auf eine Geschichte, meine Naivität und Selbstüberschätzung im Umgang mit ihm und schließlich meine Kapitulation. Aber was hätte ich tun sollen? Augusto zur Rede stellen, ihn bitten, seine Taschen nach außen zu kehren? Oder war es bequem, vielleicht sogar feige, sich damit zu trösten, dass 100 oder 150 Euro für eine unvollendete Geschichte sowie für einen nach Hause getragenen Einkauf angemessen sind? Ein paar Tage später, als ich kaum noch Schmerzen hatte, die Luft über den Kieswegen wieder glühte und nach Pinien duftete und die Zikaden ihren Urwaldrhythmus sägten oder raspelten, mir ist nie ein passendes Wort dafür eingefallen, fuhr ich nach Parioli, fand jedoch kein Haus, auf das Augustos Beschreibung auch nur entfernt gepasst hätte. Fast täglich ging ich zum GS. Ende September tauchte der Graue wieder auf. Er hinkte stark und beschränkte sich darauf, Almosen zu erbetteln. Über Augusto war nichts zu erfahren. Mehrmals dagegen glaubte ich, ihn zu sehen. Vor dem Nebeneingang der Kirche Santa Prasede, nicht weit von Santa Maria Maggiore, dann unter den Männern, die an der Kreuzung in der Nähe des Hippodroms die Frontscheiben putzten, oder auf der Piazza Navona, auf der ich lange einen der jungen Männer beobachtete, die kleine Propeller in den Abendhimmel aufsteigen ließen und wieder auffing. Bis Augusto plötzlich vor meinem Auto auftauchte und ich ihn fast umgefahren hätte. Erleichtert lief ich neben ihm her. Wie lange hatte ich darauf gewartet, auf diesen Augenblick? Endlich konnte ich reden. Nachdem ich wegen des Schlaglochs gestolpert und beinahe gestürzt wäre, sah er mich kurz an. Erkannte er mich im Dunkeln nicht und fürchtete, ich wolle ihm seinen Kunden wegnehmen? Ich habe sie die ganze Zeit gesucht. Ich war oft im GS. Ich bin froh, sie wiederzusehen. Wirklich sehr froh. Erkennen Sie mich? Sono scrittore. Wie Sie auch. Haben Sie etwas geschrieben? Mich hat das sehr interessiert, was Sie erzählt haben. Oder hatte er mich einfach nur vergessen? Weil ich einer von vielen war, mit denen er täglich zu tun bekam. Und wer weiß, wem er alles in den letzten 4 Monaten die Einkäufe nach Hause geschleppt. Was er ihnen erzählt, was er zu hören bekommen und was er überhaupt dabei erlebt hatte. Es geht mir nach, wissen Sie, es geht mir wirklich nach. Auch wenn es erfunden sein sollte. Ich würde gern mehr über Sie erfahren.
Ich habe ihm die falschen Fragen gestellt, finde ich. Augusto gestikulierte. Und zuerst dachte ich, das gelte mir. Aber natürlich ging es um den Wagen. Wirklich? Die falschen Fragen? Oder zumindest nicht die richtigen, die entscheidenden Fragen? Wir bogen nach rechts. Ja, das tut mir leid mit den Fragen. Aber mich kostet es auch immer Überwindung, den Mund aufzumachen und Fragen zu stellen. Wirkliche Fragen. Von denen nicht abzusehen ist, wohin sie einen führen. Und vielleicht habe ich auch deshalb geschwiegen. Weil es mir sozusagen instinktiv ratsamer erschien, nicht zu sagen. Verstehen Sie mich? Er dirigierte den großen Schlitten auf den Hof der Werkstatt. Wobei sich seine aufgestellte Hand wie der Zeiger einer Waage wieder nach links oder nach rechts neigte. Ich würde gerne über Ihre Geschichte sprechen. Vor allem darüber, dass es leicht ist, eine Geschichte anzufangen, aber dass es nur wenige schaffen, sie auch zu beenden. Kennen Sie dieses Problem? Haben Sie schon ein neues Finale für Ihre Geschichte gefunden? Ich meine die, bei der Sie der Richter sind. Der Richter über die Tanzenden. Die mit den drei Frauen. Augusto erschien mir fremd in seinem Schweigen. Überhaupt in seiner Distanziertheit. Er war mindestens so groß wie ich. Was aber auch an seinen löchrigen Adidas-Turnschuhen mit den dicken Sohlen liegen konnte. Entschuldigen Sie. Ich weiß doch, dass es unerträglich ist, wie Sie hier leben. Sie sind letztendlich, ja, doch ein Kollege. Noch dazu ein deutschsprachiger Kollege. Oder nicht? Meine Großmutter, das habe ich wohl gar nicht erwähnt, kommt aus Siebenbürgen. Ich war schon als Kind in Brasov, zum letzten Mal dann mit 18. Aber dann sind alle Verwandten ausgewandert. Alle in den Westen. Augusto richtete den Schein der Taschenlampe auf die Fahrertür. Ich sah die Schuhe eines Mannes auf dem Beton. Gute, teure Schuhe. Dafür hatte ich in letzter Zeit einen Blick bekommen. Wenn ich mir vorstelle, meine Großmutter wäre nicht schon in den 30er Jahren nach Deutschland gezogen. Alles nur Zufall. Nicht? Ich meine, dass ich nicht in Brasov aufgewachsen bin. Aber Gott, das ist banal. Das Licht von Augustos Taschenlampe wanderte vor den Schuhen des Mannes einher, der ohne ein Wort des Dankes oder ein Gruß an Augusto und mir vorbeiging. Wenn Sie, Augusto, wirklich ein Richter sein wollen, dann müssen Sie Fragen stellen. Das ist die Aufgabe eines Richters. Fragen zu stellen. Wenn ein Richter keine Fragen stellt, muss man doch annehmen, dass sein Urteil bereits feststeht, oder? Das Licht sprang dann hinüber zu der Frau, die etwas später ausgestiegen war, und begleitete sie. Langsam näherte sich das Paar dem Lichtkegel der ersten Laterne. Augusto schaltete die Taschenlampe aus. Jetzt sah ich kaum noch seine Silhouette. Ingo? Ingo! Tanja! Was machst du denn hier? Ist was passiert? Ich habe das Handy doch in der Villa gelassen. Das ist Augusto. Von wem sprichst du? Augusto? Er muss wohl weitermachen. Wer ist Augusto? Der Einweiser. Hast du die ganze Zeit hier gesucht? Ich habe mich verirrt. Ich habe den Wagen nicht gefunden. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Kanntest du denn diesen Einweiser? Nein, aber er sieht jemandem ähnlich. Wem? Kennst du nicht. Wem denn? Einem Kollegen. Was soll der denn hier? Er ist es ja auch nicht. Ich dachte schon, du wärst überfallen worden. Und da kommst du so allein, um nachzusehen? Wir küssten uns. Als wir in die Pizzeria kamen, aßen die anderen bereits und bestellten gerade die zweite Runde Bier. Augusto der Richter. Hörspiel von Ingo Schulze. Es spielten ich, Paul Herwig, Augusto, Christian Redl. In weiteren Rollen Anna Gläser, Hermine Mirtschink, Mara Papaccio, Christa Posch, Julia Preuß, Judith Rosmeier, Nicoline Schubert, Francesca Tassini, Loretta Borelli, Jonas Fürstenau, Martin Reik, Rashid Desitgi und Ingo Schulze. Dramaturgie Thomas Fritz, Ton André Lühr.
Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Ulrich Lampen. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk 2016.